Heute geht es um die Frage, was gibt es an relevanten Infos für American Horror Story Staffel 10, die im August diesen Jahres endlich starten wird. Nachdem Corona bei vielen Serien dafür gesorgt hat, dass alles verschoben werden musste, bekommen wir jetzt endlich ein bisschen verspätet auch die 10. Staffel von American Horror Story endlich abgeliefert. Außerdem möchte ich noch kurz auf das Spin-off eingehen von American Horror Story namens American Horror Stories. Bevor ich dazu komme, erstmal kurz zur 10. Staffel. Ich freue mich sehr darauf, dass Sarah Paulson und Evan Peters endlich wieder zurück sind. In der 9. Staffel waren sie das erste Mal nicht mit am Start, was sehr schade war, und man hat auch gemerkt, das hat dann auch so ein bisschen gefehlt. Gerade Evan Peters, der seine Rolle eigentlich immer großartig spielt und vor allem auch öfters ganz besondere Rollen bekommt, hat dann doch so ein bisschen gefehlt. Die 9. Staffel hat mir alles in allem nicht so gut gefallen, das war ein bisschen zu weird gewesen. Hatte ein paar interessante Elemente, allerdings konnten die sich wie öfters bei der Serie nicht so wirklich entscheiden, was für eine Geschichte sie da wirklich erzählen wollen. Und es kommt mir dann immer so vor, als ob sie sich verzetteln würden, wenn sie zu viele Sachen reinbringen. Wir haben einen Teaser bekommen, dass es in der 10. Staffel um das Wasser gehen soll. Und wir haben außerdem gesagt bekommen, dass es eine zweiteilige Story sein soll. Die Hälfte der Staffel soll sich wohl rund ums Wasser und mögliche Sirenen handeln und die andere Hälfte der Staffel soll wohl am Land sein. Und ich kann es mir mal so vorstellen, dass es entweder in jeder Folge abwechselnde Szenen geben wird, wo wir vom Wasserbereich zum Landbereich wechseln werden, oder wir haben die ersten 5 Episoden nur auf dem Wasser und die letzten 5 Episoden dann nur am Land. Die beiden Stories werden, nehme ich mal stark an, miteinander verknüpft sein, mehr oder weniger. Eventuell ist eine der beiden Hälften die Vorgeschichte der anderen. Ich bin auf jeden Fall sehr gehypt. Was außerdem im April in einem Tweet von Ryan Murphy geteilt wurde, war eine Art Wahl für die Fans, was sie sich da am liebsten wünschen würden für eine Story und in welchem Setting sie gerne eine neue Staffel sehen würden. Und da hatte er unter anderem neben den Sirenen auch die Plage, Bloody Mary und Aliens. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Aliens könnte sogar actually echt cool werden, wenn man es ordentlich macht. Wir haben in Staffel 2 mal so eine kleine Anteaserung davon gehabt. Ich glaube, wenn man es wirklich, wirklich stark mystery-mäßig machen würde und so eine Art extrem Psycho-Thriller daraus machen würde, von wegen, dass ein paar der Hauptpersonen komplett durchdrehen, weil sie denken, sie sehen irgendwie Aliens oder sie haben irgendwie Außerirdisches gesehen. Das könnte, glaube ich, schon ganz cool werden und vor allem auch echt spannend sein. Zur Plage wüsste ich nicht genau, wie man das darstellen könnte. Das müsste dann eigentlich was sehr Großes werden und ich weiß nicht, ob wir dafür das Budget hätten. Und Bloody Mary ist, finde ich, schon eher ein bisschen ausgelutscht. Man kann es natürlich schon noch cool machen, allerdings glaube ich nicht, dass das eine wirklich gute Staffel sein könnte. Sirenen ist mal was komplett Neues und ich finde, Aliens könnte man eventuell ja in der nächsten Staffel mal irgendwie mit reinbringen. Es könnte etwas Gutes sein. Wir haben außerdem gesagt bekommen, dass Jessica Lange oder Lange, ich bin mir nicht ganz sicher, wohl nicht dabei sein wird. Ich schätze mal, sie wird auch nicht mehr zurückkommen. Ich glaube, die hat auch andere Projekte momentan am Start. Deshalb würde es mich auch nicht wundern, wenn sie da erstmal wegbleibt. Allerdings war es ja auch bei Sarah und bei Evan so, dass sie für eine Staffel weg waren. Mal schauen, wie es da weitergehen wird. Am 25. August wird Staffel 10 endlich starten und ich freue mich schon sehr darauf, weil ich die Serie auch schon eine ganze Weile verfolge und es außerdem eben ein Spin-off geben soll zu der Serie mit dem Namen American Horror Stories, wie schon gesagt. Und dort soll es ähnlich sein wie in der normalen Hauptserie. Allerdings soll dort jede Episode eine einzelne Geschichte wiedergeben, so ein bisschen anthologiemäßig aufgebaut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Serie dann mehr als eine, höchstens 2 Staffeln haben wird. Wir haben ja in Staffel 7 auch gesehen, dass man nicht unbedingt etwas Übernatürliches braucht, um eine spannende Story in diesem Bereich aufzubauen. Sarah Paulson hat übrigens auch eine dieser Episoden aus Staffel 1 in diesem Spin-off selber directed. Es sollen 16 Episoden werden, die jeweils eine Stunde lang gehen und in die verschiedensten Horrormythen, Legenden reingehen, und ich schätze mal, die springen da auch wirklich in alle möglichen Bereiche mit rein. Was haltet ihr von dem Spin-off? Freut euch auf Staffel 10? Schreibt es unten in die Kommentare, ich bin sehr gespannt, was ihr davor dazu sagt. Zum Thema American Horror Story wird auf jeden Fall auch noch was hier auf dem Kanal landen, das ist ganz klar. Und da würde ich mal sagen, das nächste wieder erscheint, wenn die Frage gestellt wird. Ciao!